Der Wukensee. Blauwässriges Juwel der Naturparkstadt Biesenthal. Und einmal im Jahr Schauplatz einer Veranstaltung, auf der Teilnehmer zu Siegern und Menschen zu Legenden werden. Der Held dieser Geschichte, manch einer dachte, er würde kneifen, doch stattdessen war er da und würde an der Erfahrung reifen. Zum Sporte zog er aus, mit Kraft wie eine Lok. Doch auf Triathlon gar keinen Bock. Doch auch die Tapfersten haben mal kalte Füße, zweifeln und missverstehen, weshalb sie erstmal zum Warmmachen gehen. Sie schütteln ab das Zaudern, bereit für die Fluten. Zum Wettkampf waren es da nur noch 7 Minuten. Mit Elan und Ehrgeiz sprang er wie besessen in das kalte Gewässer. Hinter ihm blieb das Geschwätz der spottenden Besserwisser. 200 Meter schwamm er und litt unendliche Qualen. Ja, der Schmerz in den Gliedern, er wurde immer krasser. Meine Ahnen gesehen im Wasser. Auf dem Rad fuhr er vielen auf und davon und hielt sich dabei aber stets an die Straßenverkehrsordnung. Genau, das war eine ganz lange Strecke, Tempo 30, da habe ich mich dran gehalten. Nichts konnte ihn auf dem Asphalt noch halten. Beim Laufen sammelte er noch den einen oder anderen Teilnehmer ein, lief frei wie ein Vogel, nach vorn auf Platz 3. Die Leichtathleten vernahmen dies und bekamen Beine wie Joghurt. Ihre Lösung? Ein Höhentrainingslager in Mecklenburg. Manch ein Streiter, Vertrauter, der scheute die Mühe. Gerade für Felix, zu dem war es halt zu früh. Matthias aber sieht durchaus noch Spielräume. Das liegt vor allem an der Beine wie Bäume. Matthias derweil ist nicht erschrocken. Er ist sich sicher. Er wird den Wettkampf rocken. Denn wir wissen alle, in letzter Konsequenz sind die Leichtathleten keine Konkurrenz. Ja, Matthias, du siehst, wir haben sogar mit den Kollegen gesprochen hier vom Roten Kreuz. Den haben wir das Video gezeigt, wie du dich vorbereitet hast. Und ja, sie werden natürlich auch da sein und für alle Eventualitäten gerüstet sein, dass da nichts weiter passiert. Bis zum 24. Ja Leute, also ich habe es gepackt, das habe ich euch gerade schon erzählt. Und ja, jetzt, was ist das Fazit von der ganzen Sache? Also, ich muss sagen, ich hatte riesen Respekt vorm Schwimmen und den hatte ich auch zurecht. Ich habe zwischendurch, ich glaube, irgendwas verschluckt. Ich weiß nicht, ob es eine Alge war. Also nie mit offenem Mund schwimmen, das war richtig dämlich. Ich bin nicht der Letzte aus dem Wasser gewesen, das war überraschend. Aber ich war der Letzte, der hier vom Hof ist, weil ich beim Wechsel einfach alles irgendwie vergessen habe, was ich mir zurechtgelegt hatte. Und habe dann ewig gebraucht und dann zuerst noch vergessen, meine Badehose auszuziehen, sodass meine Laufhose sich vollgesaugt hatte. Und beim Laufen musste ich die ganze Zeit die Hose hochziehen, weil die so nass war. Aber es war geil und ich kann jedem nur empfehlen, also wenn ihr wirklich Bock habt, das zu machen, kommt hierher. Es ist super organisiert, die Leute sind super nett, die haben mir alles gezeigt. Ich war beim ersten Mal da, ich bin hier rumgelaufen wie Falschgeld. Die waren echt nett, auch die Mitteilnehmenden waren echt klasse. Und also großes Lob an die Veranstalter und es war wirklich Weltklasse. Schöner Tag wie heute. Der ist ja immer auch eine kleine Chance für ein paar schöne Geschichten. Ja, und ich habe mitgekriegt, hier gibt es eine kleine Geschichte, die wir unbedingt mal erzählen müssen. Denn wir haben hier den Matthias. Und der Matthias hat heute quasi schon seinen Wettbewerb absolviert. Und er möchte mal ganz kurz erzählen, Matthias, warum bist du eigentlich hier? Naja, ich bin bekannt für ein ziemlich großes Mundwerk und hatte das leider auch Sirko gegenüber und der Sirko hat mich dann quasi verpflichtet, hier teilzunehmen. Das Ganze war so eine Art Wettkampfvorbereitung für mich. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das irgendwie abends bei einem kühlen Getränk, wo man dann sagt, ah, ich will das unbedingt mal machen? Oder ist das wirklich eine Verpflichtung im Sinne von, du hast irgendwie Wettschulden oder ähnliches? Nee, also es war so, dass ich vorher schon eine Herausforderung ausgesprochen hatte an die SGM Niederbarnim, den Leichtathletikverein.
Die hatten sich nicht gewöhnt, weil sie schlechte Trainingsbedingungen haben. Und ich bin Schaffer genau. Und dann habe ich gesagt, okay, um darauf aufmerksam zu machen, baue ich sie über YouTube heraus. Und das kann man sich da anschauen. Die linke Bahn, hier heißt der Kanal. Da spielen wir immer Videos hin und her. Und im Zuge dieses Gesprächs hat dann Silko gemeint, dass er hier mithilft, das zu organisieren. Und dann kam es an sein, dass ich das ein oder andere kühle Getränk schon intus hatte und meinte, also Triathlon kommt direkt nach der Leichtathletik. Und das nehme ich jetzt hiermit zurück. Ja, das hört sich gut an. Und ja, die SGM Pornida-Bahn, die ist mir auch bekannt. Also meine Tochter hat auch schon mal Leichtathletik gemacht für eine kurze Zeit und hat da eben auch sehr gute Erinnerungen dran. Und auf der anderen Seite habe ich da auch schon mitbekommen, dass die im Angetal trainieren, ja, was mich auch ein Stückchen gewundert hat. Was ist denn da los? Ja, also die sind ein Dauerverein tatsächlich, trainieren auch im Angetal, weil sie generell schlechte Bedingungen haben im Landkreis. Und im Angetal ist es relativ unkompliziert für sie, deswegen sind sie dort. Aber sie haben beispielsweise keine 400 Meter Rundbahn. Wenn die zu schnell sind in den Kurven, dann fliegen die da raus. Ja, also wirklich sind ganz, ganz mies. Und deswegen machen wir da den Wettkampf. Das ist am 24. September, 10 Uhr. Konrad Rinden wünschen wir, da ist die Anlage. Und wer sehen will, wie ich richtig vermöbelt werde, kann der gerne kommen. Man kann dort das Sportabzeichen ablegen, das Deutsche. Kinder können Leichtathletik ausprobieren. Und generell wird es ein schöner Tag. Alles, was an Essen und Getränken verkauft wird, geht an die SGM vor. Und zwischendurch, naja, vielleicht kann hier doch eine oder andere Disziplin gewinnen. Also ganz tolle Sache, klingt nach einem richtig coolen Event. Also den 24.09. merken wir uns vor und werden da dann auch auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. Ja, ansonsten möchte ich einfach nur noch mal Danke sagen an die ganzen ehrenamtlichen Helfer hier. Es war mein erster Triathlon, es war so super, wie das hier organisiert ist. Man hat mich quasi an die Hand genommen und durchgeführt. Deshalb danke an die Helfer und natürlich auch an die Sponsoren, die das möglich gemacht haben. Es ist ein ganz, ganz tolles Event. Dann nehmen wir diesen Dank gerne mit. Herzlichen Dank, Matthias, für das Gespräch. Matthias Holz. Der Matthias ist hier, ihr erinnert euch, ja? SGM Pornida-Bani, am 24.09. läuft die Challenge. Und wie sieht's aus, ist der Martin noch hier, Martin Lipinski? Steffen, weiß ich, dass er schon unterwegs ist, sonst legen wir auch diese beiden Urkunden hinten an und dann bekommst du quasi deine Urkunde für diese tolle Leistung. Kommen wir zur Altersklasse 40. Ja, da verdient, würde ich sagen. Ja, keine Konkurrenz. Platz 1 nach vorne.